David wird bis in unsere Zeit heute als Liederdichter sehr geschätzt. Du kannst seine Lieder in den Psalmen wiederfinden. Schon früh hatte David mit Liedern die negativen Stimmungen vom König Saul vertrieben. Schon früh machte David Erfahrungen mit Gefahren von wilden Tieren, die auf der Weide waren. Er wusste, wie es ist, wenn dunkle Täler zu durchschreiten waren. Er weinte vor Gott, er fragte Gott um Rat. Und alles stieg aus einem Herzen auf, das Gott kannte und Gott liebte. David pries Gott und er wusste, dass Gott auf seiner Seite war, dass Gott mit ihm durch alle Dinge seines Lebens hindurchgehen würde. Er erwartete, dass Gott ihn inspirieren würde, wie es ist, dem Feind zu begegnen, Strategien von Gott zu erwarten. Er wusste, wie es ist, wenn er Strategien für den Bau des Tempels brauchte. Und Gott begegnete David in dem allem. Und neulich beim Lesen wieder von diesen Geschichten über David fiel mir ein Vers ganz besonders ins Auge. Den möchte ich dir jetzt vorlesen. Er steht im Psalm 37 und heißt: Ich habe ein langes Leben hinter mir, doch nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen wurden oder dass ihre Kinder um Brot betteln mussten. Vielmehr geben sie großzügig und ihre Kinder sind für andere ein Segen. Ich dachte, wenn das ein Zeugnis am Ende eines Lebens ist, dann ist das wirklich ein Zeugnis des Erlebens mit Gott. Das Zeugnis eines Weges, den wir mit Gott gehen, der nicht nur für uns wichtig ist, sondern auch für unsere Kinder. Die Kinder der Gerechten sah David nie um Brot betteln. Er sah immer, dass die Kinder der Gerechten von Gott versorgt sind. Und vielleicht gerade in diesem Punkt, wenn du Kinder hast und du machst dir Sorgen, wie soll das mit den Kindern weitergehen? Du wirst sehen, Gott wird sich um deine Kinder kümmern. Nie hat er jemanden vergessen. Nie haben die Kinder der Gerechten um Brot betteln müssen. David ist für uns ein Liederdichter, der in Worten ausgedrückt hat, was die Überzeugung seines Herzens, die Überzeugung eines langen Lebens mit Gott gewesen ist. Nie habe ich einen Gerechten verlassen gesehen von Gott. Du bist nicht verlassen von Gott. Deine Kinder sind nicht verlassen von Gott. Gott wird für dich und für deine Kinder sorgen. Und das wird ein Zeugnis am Ende deines Lebens sein, wie David es geschrieben hat, dass du dem Herrn vertraut hast und dass er gesorgt, vorgesorgt und versorgt hat. Und du wirst sehen, dass Gott wirklich mehr für dich hat.